Hallo Leute, schön, dass ihr auf meinem Kanal wieder eingeschaltet habt. Heute mal eine Urlaubstour, eine Schiffstour den ganzen Tag mit Unterwasseraufnahmen, hoffe ich. Ich habe zwar meinen Gurt vergessen, aber wie ihr sehen könnt, ist das Boot da schon und da werden wir jetzt einsteigen und ich nehme euch mit auf eine Bootstour in der Türkei, in Side, Kumkur sind wir und jetzt ja, geht es los auf das Meer. Kommt, ihr geht mit, los! Was hier so alles zu entdecken ist, auf der schwarzen Nase. Jetzt gehen wir hier mal in die Höhle rein. Aha. Aha, aha. Was ist hier? Ja, nichts zu sehen. Na gut, wir gehen mal weiter. Wir gehen mal nach oben. Wir gehen mal nach oben und schauen uns das mal an, was hier oben zu sehen ist. Hier ist ein Weg. So. So. Schön, oder? Wahnsinn. Ja. Also die schwarze Nase, das Gefängnis, haben sie gesagt. Das war hier früher mal ein Gefängnis. Aber wir gehen weiter und schauen uns an, was da oben noch alles zu entdecken ist. Guck mal hier. Boah, ist ja riesig. Ja, ja, gut. Kann ich mir gut vorstellen. Hier noch die Steine. Ja, muss ich jetzt mal auf die andere Seite. Dann kommen wir bestimmt da hoch. Ja, toll mit den Möwen hier, guckt ihr mal an. So, jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt sind wir auf die andere Seite. Und ja, also aufpassen, dass wir nicht nochmal fallen. Weil der Weg zurück wird schon anstrengend sein. Ja, da ist unser Boot. So, aufpassen, nicht, wenn ich noch fällst. So, und guck mal hier, da sind Muscheln dran. Total geil. So, jetzt gehen wir mal. Hier ist ein großes Loch reingeschwemmt. Ja, jetzt schauen wir mal, was jetzt da hinten zu sehen ist. Und wir gehen über die Steine, damit wir nicht weggerissen werden vom Wasser. Ja, wieder Löcher. Jetzt gehen wir mal nach oben. So, jetzt mal aufpassen. Ja, überall so kleine Krater rein. Vom Wasser. Hier könnt ihr sehen. So, jetzt gehen wir mal da hoch. Da, guckt mal, da gehen wir jetzt mal hin. Zu, ja, vielleicht ist das der Eingang des Gefängnisses. Sollen wir es hier hochwagen, Leute?
Komm, wir gehen hier hoch. Nur aufpassen, dass ich jetzt nicht runterfalle. Das wäre schlimm. Aber so, jetzt gehen wir mal gucken. Aber das scheint zugeschüttet worden zu sein irgendwann. Aber man sieht hier noch die Steine. Wo der Eingang vielleicht war. Ja. Na, guck mal. Jetzt haben wir unsere Taschenlampe natürlich nicht dabei. Naja, ist nur Geröll. Sieht ihr? Zusammengeschüttet, wie bei uns die Bunker gesprengt worden sind. Aber wir können noch mal von der anderen Seite gehen und schauen uns das auch mal an. So. Ja, dann gehen wir noch mal auf die andere Seite. Hier scheint auch ein Weg zu sein. Und dann gucken wir mal von der anderen Seite. Der Eingang hier, diese Steine. Nicht Steine, dieses Gebüsch hier, das tut schon weh, wenn man da lang geht. Komm, wir gehen mal hier lang. Ja, da oben, aber da hinten sieht man noch die Steine von dem Dings, von dem Gefängnis. Hier scheint auch noch irgendwas zu sein, guckt. Da haben wir auch noch irgendwas. Das sehen wir noch mal hinten zu den Steinen. Und dann gehen wir mal wieder um, weil das dauert auch ein bisschen was, bis ich mit einer Hand wieder zurück bin. Ah, guck mal hier, das ist ja schön. Komme ich hier runter? Nee. Ja, das kann man sehen. Guck mal, die Stufen und das alles. Wir gehen da auch noch mal hin. Komme ich hier runter? Ja, ich versuche mal mein Glück. Oder? Ja, komm Leute. Wir gehen einfach mal hier runter. Wird schon funktionieren. Das wird schon klappen. Hoppa. Für euch mache ich doch alles. Habt ihr eine schöne Reise hier in der Türkei gehabt, was von der Kultur mitbekommt. So. Gehen wir mal gucken, was da hinten ist. Das sind ja so Treppenstufen. Aber hier scheint auch mal alles voller Wasser zu sein. Und hier seht ihr das Salz. Ja, alles voller Salz. Ja, wir gehen mal da hinten hin. Schauen wir uns das mal an. Was hier hinten in der Ecke ist. Aber das ist ja ein Riesengedings gewesen früher. Ja gut, Gefängnis. Da kannst du ja auch wegschwimmen, ne? Aber wie gesagt, mein Knie tut jetzt weh und meine Hand. Ja, schaut euch das mal an. Wie Alcatraz in Amerika und das hier in der Türkei. So, sehen wir nochmal vorne bis an den Strand. An den Strand bis hier vorne hin. Und dann, würde ich mal sagen. So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal vorne hin. Da oben war wahrscheinlich das Hauptteil, wo die Fahne ist. Kann man sehen. Ja. Ja, wie gesagt, da ist unser Boot. Da würde ich sagen, ahoi, es geht weiter. Auf zum Boot schwimmen. Mit einer Hand, ich lasse euch mal an, vielleicht kann man das ja sehen. Ja, guck mal hier die Möwe. Sie bleibt da oder fliegt sie weg? Ah, sie fliegt weg. Guck mal. Schön. Und da oben sitzen auch welche an der Fahne. So wie gesagt, da muss ich jetzt hin. Das dauert jetzt ein bisschen, weil ich ja nur eine Hand habe. Ich habe mein Teil ja vergessen, von der Osmo Action für an den Bauch zu hängen. Und muss ich hier gut festhalten, sonst ist er nachher weg. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, dass ich hier aufpasse. Weil wie gesagt, das habe ich ja schon weggerissen. Und hier sind überall Löcher. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich da reinkomme. Wieder ins Wasser und wieder zurück komme irgendwie, ohne dass ich mich wieder hinlege oder die Hand aufreiße. Ich gehe aber da vorne hin, wo ich reingekommen bin, dann habe ich nicht mehr so weit. So, schnell. Mir ist kein Wasser da. Jetzt kommt wieder was, weil hier sind auch hier die Löcher, dass man nicht noch fällt. Ja.
So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich da vorne hinkomme und dann den Sprung ins Nass wage. Aber warte erstmal wieder. So, soll ich das wagen? Ja, ich muss ja auch. Irgendwie muss ich wieder zurück. So, jetzt geht es rein, Leute. Achtung, ich warte die Welle noch ab, die da kommt. Dann geht es rein. Oh. So, ich würde sagen, los geht's. Wow, Salzwasser. Ich will keine Hand schwimmen. Das ist schon schwierig. Also das war schon anstrengend jetzt. Also ich konzentriere mich jetzt mal, dass ich aufs Boot komme. Und dann melde ich mich oben nochmal. Jetzt machen wir die letzte Badepause. Jetzt zeige ich euch mal was. Und zwar da, wo ich jetzt runtergehe mit dem Boot. Das ist der Fluss. Das ist Süßwasser. Und ja, wie gesagt, das ist unser Boot. Und hier kann man über diese kleine Insel gehen. Und auf der anderen Seite ist, ja, das Meer. Ja. Jetzt gehen wir mal in den Fluss. So, jetzt sind wir mal kurz über diese kleine Insel rübergegangen. Und dann schauen wir uns mal das Meer auf dieser Seite an. Also der Fluss war schon was kalt. Also war es kalt. Sagen wir mal 13 Grad oder sowas, das war in Ordnung. Ja, und hier ist jetzt das Meer. Wahnsinn, ne? Hier ist das Meer. Und hier diese kleine Insel. Und da ist der Fluss. Und uns haben sie dann gesagt, der Fluss kommt über Bergwasser runter von den Bergen hoch. Und deswegen ist das so kalt und ist Süßwasser. Und vermischt sich dann da vorne. Da kann man vielleicht sehen, da hinten zwei Dinger drin sind mit dem Meer. Deswegen ist das Meer ist wärmer als dieses ja, Bergwasser. Könnt ihr schön sehen. Im Hintergrund sieht man die Berge. Schaut euch das mal an noch. Wahnsinn, ne? Zack. Ich glaube, ich gehe mal mit den Füßen ins Wasser. So, das war die Bootstour. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, Abo klauen. Und jetzt geht's auf das nächste Abenteuer in der Türkei. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann, euer Michael. Ciao.